Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag mit einem Impuls zum Start in diese neue Woche. Ja, meine Lieben, das Wochenende war wirklich nochmal herausfordernd von der Energie. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ja. Es ist wirklich so, dass wir aktuell Dinge beobachten können im Kollektiv, die sehr überraschend passieren, die uns die Augen öffnen, die auch Masken von den Gesichtern reißen, vielleicht auch Dinge, die schmerzlich sind. Ja, wer mein Wochenendreading gesehen hat oder da vielleicht auch die erweiterte Version und damit in Resonanz gegangen ist, der wird sich danach sehnen, ja, dass die Energien jetzt wieder ein bisschen ruhiger werden. Und mich interessiert das selbst sehr, welche Karten heute fallen möchten für diesen Start in die neue Woche. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis einbringen, und zwar, ich hatte in der erweiterten Version des Wochenendreadings ja gesagt, dass es lohnenswert ist, sich nochmal unser gemeinsames Video von Micha und mir vom 1. Januar diesen Jahres anzuhören. Da haben wir so quasi einen Ausblick auf das weibliche und das männliche Kollektiv gewagt für das Jahr 2022, und es ist wirklich sehr erstaunlich, wie sich das alles bewahrheitet jetzt. Und ich hatte dann heute Morgen ein paar Rückmeldungen bekommen von lieben Klientinnen, die sich das nochmal angeschaut haben und die gesagt haben, wow, das hätte stimmiger nicht sein können, ja. Also wenn du mal in YouTube hier zurückscrollst in unseren Videos zum 1. Januar, dann findest du das Neujahrsreading von Micha und mir. Und da gab es schon ja einige Hinweise darauf, wie sich das Jahr entfalten wird. Und es ist vieles davon bereits eingetroffen. Ja, meine Lieben, jetzt schauen wir uns aber mal die Energie zum Wochenstart an. Ich habe mir überlegt, wir mischen uns ein Krafttier aus dem Krafttier-Orakel heraus. Das legen wir dann auch hier in die Mitte dieses Blumenherzes. Das soll uns jetzt mal einen kleinen Hinweis schon mal drauf geben, welche Aufgaben erwarten uns in dieser Woche, was steht an. Ich habe die Decks bereits vorgemischt. Wir werden dann aus dem Golden Universal Tarot uns noch Klärungskarten herausmischen und am Schluss befragen wir noch die Eulen mal wieder. Also meine Lieben, welches Krafttier begleitet uns in diese neue Woche? Eine Karte bitte. Welches Krafttier begleitet uns in die neue Woche? Uiuiui. Gleich alle Karten in den Schoß gefallen. Das waren 4 Stück. Die nehme ich nicht. Ein Tier bitte. So, danke schön. Wir haben eines. Wir schauen es uns mal gemeinsam an. Der Esel. Hier geht es um Eigenwilligkeit. Deine Vorhaben werden anders laufen als geplant. Öffne dich für die göttliche Führung. Ja, also ich sprach ja gerade noch davon, dass wir hoffen dürfen, dass es jetzt ein bisschen leichter wird. Allerdings, das fiel ja auch jetzt im erweiterten Wochenendreading, wirft der kommende Neumond im Zeichen des Zwillings schon seine Schatten voraus, und es wird weiterhin darum gehen, Desillusionierungen zu ertragen, Enttäuschungen hinnehmen zu müssen, Wahrheiten aufzudecken und sich vielleicht auch selbst einzugestehen, dass man an einer Situation festhält oder lange festgehalten hat, die es jetzt wirklich loszulassen gilt, weil man sich vielleicht auch jetzt bewusst darüber wird, man hat sich was vorgemacht. Ja? Der Esel steht auch so ein bisschen für die Sturheit. Ich sehe hier auch das Ego vieler Menschen. Ja, gerade in der aktuellen Energie ist es sehr, sehr schwer für diejenigen Menschen, die noch aus dem Ego heraus leben, die ihre Herzensstimme ignorieren, die ihrem Herzen nicht folgen, Bestand zu haben, denn die geistige Welt, und das ist so schön, dass es hier auch steht, öffne dich für die göttliche Führung, die geistige Welt greift derzeit sehr aktiv ein im Kollektiv, um eben diese Herzenskraft zu stärken, denn die wird mehr als je zuvor gebraucht unter uns Menschen. Und
Es könnte jetzt zum Anfang dieser Woche wirklich für uns nochmal darum gehen, hinzuspüren, wo klopfen wir oder rütteln wir noch an verschlossenen Türen. Dieses Bild ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Manchmal stehen wir vor einer verschlossenen Tür und tun alles dafür, um diese zu öffnen. Wir ärgern uns, dass sie nicht aufgeht. Wir probieren es mit anderen Tricks. Wir wenden Gewalt an. Wir stampfen vielleicht mit dem Fuß dagegen. Wir sitzen dann vielleicht auch entmutigt vor dieser Türe. Und vielen Menschen wird derzeit bewusst, dass wenn sich eine Tür nicht öffnet, dass es dann sein könnte, dass möglicherweise das, was sich hinter der Tür befindet, eigentlich gar nicht das Passende für uns ist. Und wir Menschen, und da passt die Sturheit des Esels sehr gut, wir Menschen neigen einfach dazu zu glauben, wir wissen es besser als Gott. Unser Plan sollte sich verwirklichen, nicht der unseres Schöpfers. Also, ich denke fast, es wird auch in dieser Woche weiter darum gehen, hinzuschauen, wenn sich eine Tür nicht öffnet, vielleicht sollten wir uns dann einfach umdrehen und weitergehen. In dem festen Vertrauen, dass eine andere Tür für uns bereitsteht, die sich dann aber leicht öffnen lässt, ja? Es ist so entscheidend, immer hineinzuspüren in dein Leben, in die verschiedenen Situationen deines Lebens, in deine Beziehungen. Geht das, was du derzeit erlebst, geht das leicht? Oder hast du das Gefühl, du stößt von einem Hindernis ans nächste? Denn immer dann, wenn etwas nicht leicht geht, ja, wenn wir das Gefühl haben, wir stagnieren oder wir machen Rückschritte, wir werden dauernd mit Hindernissen, mit Schwierigkeiten konfrontiert, dann dürfen wir davon ausgehen, dass wir nicht auf unserem Seelenweg sind, dass es hier einer kleinen Korrektur bedarf. Denn wenn wir unserem Seelenweg folgen, geht das Leben leicht. Ja? Ja, meine Lieben, das ist ja mal eine Botschaft. Wir schauen jetzt mal, was aus dem Tarot fallen möchte. Das Golden Universal soll es heute sein. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Karten. Ich mische einfach mal und bitte um Botschaften. Warum fällt hier der Esel für die Eigenwilligkeit? Oh ja, die 5 Münzen. Wie lange sind wir noch bereit, durch den Schnee zu stapfen? Was bedarf es noch, dass wir umdrehen und uns hier in diese hell erleuchtete Kirche flüchten? Meine Lieben, wenn wir beginnen zu spüren, und das ist im Moment bei vielen Menschen der Fall, dass wir uns in einer Situation verrannt haben, dass wir vielleicht vorschnelle Entscheidungen getroffen haben, dass wir vielleicht auch Entscheidungen getroffen haben, die nicht dem höchsten Wohle aller beteiligten Personen entsprochen haben. Wenn wir uns dafür entscheiden, in Situationen zu bleiben, obwohl es uns hier friert, ja, dann ist Mut und Tapferkeit, und ich erinnere an das Wochenendreading, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau dir das Wochenendreading noch an, dann ist Mut und Tapferkeit erforderlich, sich das zunächst mal einzugestehen. Und darum geht's hier, ja, mit dem Esel und den 5 Münzen. Wer, und das sind wir doch mal ganz ehrlich, gibt denn gerne zu, ich habe mich in eine Illusion verrannt. Ich habe mir eingebildet, das ist jetzt das Paradies, ja, und dann ist es das aber nicht. Wer gibt das gerne zu? Und es erfordert äußersten Mut und Tapferkeit, zu sagen, okay, ich schaue jetzt der nackten Wahrheit ins Gesicht. Es macht keinen Sinn mehr, weiter durch den Schnee zu stapfen. Ja? Das hier, diese Karte bringt sehr schön zum Ausdruck, was ich gerade gesagt habe. Wenn du nicht deinem Seelenweg folgst, beziehungsweise nicht auf die Stimme deiner Seele hörst. Denn auch wenn du dich heute in einer Situation befindest, das ist ganz gleich, ob das dein Job ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, wenn du dich in einer Situation befindest, ja, die dir immer wieder dieses Gefühl gibt,
Es geht schwer, ich stapfe hier durch den Schnee, ich trage meine Verletzungen an mir, ja, ich muss mit Krücken laufen, es ist beschwerlich. Dann weißt du, dass deine Seele sich eigentlich was ganz anderes wünscht. Ja, aber wir halten hier wie dieser sture Esel fest an dem, weil wir denken, wir wüssten, was für uns das Richtige ist. Noch eine Karte bitte. Warum fallen hier die 5 Münzen? Oh, wir haben einen König der Stäbe. Vielleicht geht es hier um einen Mann, der gerne seiner Herzensstimme folgen würde, der sich aber noch in einer Situation befindet, in der es ihn friert, in der keine Wärme, keine Liebe herrscht. Vielleicht bist du, wenn du als Mann zuschaust, im Moment in einer Lebenssituation, wo auch du glaubst, du musst wie ein sturer Esel an etwas festhalten und du hast die Kontrolle über deine Gefühle. Ja? Aber der Stabkönig kommt nicht umhin, sein Herz zu öffnen. Aber vielleicht schaust du auch als Frau und in deinem Leben gibt es einen Stabkönig. Das kann ein Arbeitskollege sein, dein Chef, ein guter Freund, dein Wunschpartner, dein Beziehungspartner, dein Ehemann, dein Bruder, dein Vater. Einen Mann, der in gewisser Weise die Macht darüber besitzt, wie du dich fühlst. Vielleicht hältst du hier an einer Illusion fest und stapfst mit ihm schon eine Weile durch den Schnee. Ja? Und du glaubst aber, wenn ich nur weiter festhalte, wenn ich alles gebe, damit diese Beziehung funktioniert, damit ich Anerkennung bekomme, wenn es dein Chef ist, dass ich gesehen werde als Kind meines Vaters, wenn es dein Vater ist, dann könnte es sein, dass es in dieser Woche um das Erkennen geht. Ja, um die Erkenntnis, dass wer immer das für dich ist, niemand das Recht hat, so viel Einfluss auf dich und dein Leben zu nehmen, dass du weiter bereit bist, durch den Schnee zu stapfen. Ich frage nochmal weiter. Wollen wir noch zwei Karten herausmischen? Warum fällt der Esel? Was möchte uns der Esel hier mitteilen als Krafttier für diese Woche? Die 4 Schwerter, ja. Nimm dir immer wieder Zeit, in den Rückzug zu gehen, in die Innenschau. Die 4 Schwerter stehen für die Heilung. Was ich gerade gesagt habe, ja, dass es Mut und Tapferkeit erfordert, sich einzugestehen, dass man sich vielleicht in etwas verrannt hat, dass ein anderer Mensch noch immer Macht über einen besitzt, dass Dinge, die man sich gewünscht hat, einfach nicht so laufen, ja, dass wir an dieser verschlossenen Tür rütteln. Diese Erkenntnis zu gewinnen und da sein zu lassen, erfordert Ruhe und Innenschau. Wenn wir uns ablenken, ja, kommen wir nicht an den Kern dieser Geschichte. Der Kern dieser Geschichte befindet sich in unserem Inneren, denn es tut immer weh, es ist immer schmerzlich, sich etwas einzugestehen. Weil wir natürlich dadurch auch an unsere Urwunde geführt werden. Wenn ich mir heute eingestehe, dass vielleicht ein anderer Mensch, den ich gerne in meinem Leben hätte, sich aber nicht für mich entscheiden kann, dann ist es eine schmerzliche Erkenntnis, die sogleich an unserer Urwunde rüttelt, nicht gut genug zu sein. Aber diese Urwunde möchte zur Heilung kommen. Öffne dich für die göttliche Führung. Deine Vorhaben werden anders laufen als geplant, ja? Wenn diese Tür zu bleibt, wenn du rüttelst und sie öffnet sich nicht, dann öffne dich dafür, zumindest für die Möglichkeit, dass es einen Sinn macht, dass diese Tür verschlossen bleibt. Eine letzte Karte. Ja, meine Lieben, die 5 Schwerter, das ist der Kampf, in dem es keine Sieger gibt. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Energie ein bisschen leichter wird jetzt, aber mit diesen Karten denke ich, dass wir, hier fällt auch wieder Luftenergie, zweimal Schwert, ja, dass wir bis zu diesem Neumond im Zwilling wirklich noch damit rechnen dürfen, dass diese Desillusionierung, Enttäuschung, hinter die Maske anderer schauen,
aber auch eigene Masken ablegen, dass das weitergeht. Vielleicht findet es sogar mit dem Neumond im Zwilling einen Höhepunkt, denn der Zwilling hat genau diese zwei Gesichter. Ja, viele Menschen leben nicht das, was sie reden. Vielleicht ist dir das auch besonders aufgefallen in der letzten Zeit, dass es sehr viele Menschen geben, die, wenn man sie nur reden hört, man etwas ganz anderes vermuten würde, als wenn man dann beobachtet, was sie eigentlich tun. Ja? Und die fünf Schwerter möchten dir, wenn du jetzt heute zuschaust, aber nochmal sehr, sehr deutlich sagen, dass du eventuell einen Kampf schon lange Zeit führst, indem du jetzt die Waffen niederlegen darfst. Natürlich sehr passend zur aktuellen Zeitqualität mit unserem Krieg, der uns natürlich immer noch in Angst versetzt, der sehr viel schwere und dunkle Energie ins Kollektiv bringt, ja, wo gekämpft und gekämpft und gekämpft wird und mittlerweile mit so viel Verlusten auf beiden Seiten, dass dieses Zitat für diese Karte, ein Kampf, in dem es keine Sieger gibt, eigentlich sehr zutreffend ist. Und wie im Innen, so im Außen. Das heißt, wir können, jeder Einzelne von uns, sehr viel zum Frieden in kollektiver Hinsicht beitragen, wenn wir Frieden in uns selbst finden. Wenn wir unsere inneren Kämpfe beenden und unserem Herzen folgen und uns immer wieder und wieder fragen, was würde die Liebe tun? An der Unterseite des Decks liegt der Teufel, symbolisch für Abhängigkeiten, für toxische Verbindungen, für all das, was uns noch gefangen hält. Ja? Vielleicht ist es der Teufel, der dir hier immer einreden möchte. Du kommst schon zum Ziel, wenn du nur weiterkämpfst. Dann begegne dem Teufel mit der göttlichen Führung. Weise ihn in die Schranken und sag, ich brauche dich nicht mehr. Ich löse mich von dir, denn du tust mir nicht gut. Was immer es für dich ist, was dir nicht gut tut, das darf gehen. Und die geistige Welt tut im Moment alles dafür, um uns aus toxischen Verbindungen, aus toxischen Lebenssituationen zu lösen, von toxischen Verhaltensmustern, Glaubenssätzen zu befreien. Und das ist aber schmerzlich. Ja, es wird viel Karma im Moment gelöst. Wir werden mit der Wirkung dessen konfrontiert, was wir in der Vergangenheit getan haben. Gestern Sonntag mein Facebook und Instagram Morgenimpuls, Kraft und das Rad des Schicksals aus dem Tarot. Ich habe einen Text dazu verfasst, wo es um Karma geht. Ja, du findest die Links dazu hier in der Infobox. Es gibt jeden Morgen einen wertvollen Impuls auf Facebook und Instagram. Mit einer Tagesinspiration für dich. Schau dir den von gestern an. Da geht es genau darum, ja. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wenn er sieht, dass wir kämpfen und kämpfen, stur an etwas festhalten, was uns nicht gut tut, was uns die Kraft raubt. Und nur die göttliche Führung kann uns helfen, uns zu befreien. Denn Gott möchte, dass wir aus der tiefen Liebe zu uns selbst heraus handeln. Wow, meine Lieben, sehr intensiv die Energien noch immer. Puh, da wird es Zeit für eine leichte Eulenbotschaft. Die Eulen der Glückseligkeit, die bringen immer in so ein doch relativ schwieriges oder schweres Reading. Von der Energie her ein bisschen schwierig, ja, hier mit fünf Schwerter, Teufel, das ist schon fünf Münzen. Das ist schon nicht so einfach und zeigt, dass diese Blutmondenergie nach wie vor im Kollektiv wirkt. Und wie gesagt, ich nehme wahr, dass der Neumond sie ablösen wird. Aber da wird es nicht leichter. Wir werden durchhalten. Hört euch das Neujahrsreading nochmal an. Da habe ich fürs weibliche Kollektiv gelegt, dass es bis zur Jahresmitte nicht einfach wird für das weibliche Kollektiv. Sei der Held in deinem eigenen Leben. Wunderschön. Wie ermutigend ist das denn? Sei der Held in deinem eigenen Leben. Nimm es mit dem Teufel auf.
Der Held in dir kann den Teufel besiegen. Wer oder was immer der Teufel für dich ist. In dir gibt es diesen Helden, diese Heldin, die es mit dem Teufel aufnehmen kann. Denn der Held oder die Heldin ist verbunden mit der göttlichen Kraft. Und die göttliche Kraft, meine Lieben, ist stärker als alles, was dir in deinem Leben als Teufel erscheint. Sei nicht für andere der Held, sei für dich der Held. Und der Held folgt seinem Herzen. Tu das, was du für dich für richtig hältst. Umgib dich mit den Menschen und begib dich in die Situationen, die dir Frieden schenken, die dich nähren, die dich gut fühlen lassen. Und nutze diese überaus transformative Kraft des Blutmondes, um dich von allem zu befreien, was dich noch daran hindert, ein freies, erfülltes Leben mit dir selbst zu führen. Denn nur dann wirst du auch diejenigen Menschen in dein Leben ziehen oder dich mit den Menschen verbinden können, die zu dir gehören, die ebenfalls gewählt haben, sich für die Liebe zu entscheiden. Und dann, ich erinnere an die Karte Verwaist aus dem Reading vom Wochenende, vielen hat das so ein bisschen Angst gemacht. Verwaist sind wir nur dann, wenn wir uns vorstellen, dass es vielleicht in unserem Leben nicht mehr wieder anders wird. Viele Menschen gehen zurzeit durch eine Phase der Isolation. Wir müssen vieles loslassen und das Neue ist noch nicht da. Wir haben das Gefühl, etwas möchte geboren werden, aber es zeigt sich uns noch nicht. Und das kann zum Teil sehr erschreckend sein. Und dann bitte ich euch von Herzen, bleibt im Vertrauen darauf, dass das, was kommt, so viel besser ist als das, was wir hier hinter uns lassen. So, meine Lieben, es war ein langes, ausführliches Reading. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Woche und schicke euch eine sehr liebevolle Umarmung aus Mallorca. Eure Uli. Tschüss.